Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist Blue Dragon auf der Xbox 360. Und ja, ohne ein großartiges Spielcover und so weiter, starten wir jetzt einfach ein neues Spiel. Und ja, Speicherplatz und so weiter, klar. Und schon starten wir ins Spielgeschehen oder zumindest in die Story hinein. Bin sehr gespannt, was das Let's Play so mit sich bringt. Naja, erstmal kommt das Intro. Microsoft Game Studios präsentiert. Figurendesign von Akira Toriyama. Und die Musik ist von Nobuo Uematsu. Naja, lassen wir das. Ich lese jetzt nicht weiter vor. Ihr könnt es ja selber lesen, Freunde. Da ist unser Hauptprotagonist. Sein Name ist Shu. Und, oh, guck mal, während das Zeug hier ist, können wir schon untersuchen. Rumlaufen und untersuchen. Ich glaube, wir können auch, ja. Du untersuchst Fels. Oh, 10 Gold, geil. Was hier in dem Spiel sehr cool ist, ist, dass man wirklich fast alles untersuchen kann. Oh, einfach eine Medizin gefunden. Und, wir können, ja, manchmal findet man auch nichts. Aber selbst wenn man nichts findet, wird man später im Spiel entlohnt. Ich werde auch, während ich spiele, sehr viel untersuchen, denke ich mal. Ja, okay, gut. Blue Dragon. Das neue Projekt. Ach, schöner Schriftzug. Was man sagen kann, kann ich jetzt schon sagen, oder kommt jetzt eine Sequenz? Ich glaube, es kommt eine Sequenz. Ja, gucken wir uns das an. Seit 10 Jahren brauen sich einmal im Jahr violette Wolken zusammen. Und Unheil bricht über dieses Dorf hinein. Herein. Hereinspaziert. So. Oh nein, ein Sturm und die violetten Wolken. Oh nein. Mann, was ist das denn? Ein Landhai? Was zur Hölle? Und er zerfetzt einfach alles. Und wir spielen jetzt mit Shus Opa. Landon oder London. Alles ist weg. London, sei stark für deine Tochter. Du hast recht. Ich muss meine Familie schützen. Shifa. Na, der Landhai bekommt mein Hündchen nicht. Ich halte es fest. Na, Verzeihung, habe ich das Kind erschreckt? Mach dir keine Sorgen, Fushira. Übrigens, ich höre, Shu ist weg. Shu hat sich bestimmt gut versteckt. Mach dir keine Sorgen. Ja, wir können ja mit allen möglichen Leuten sprechen, aber an sich tut's nichts zur Sache. Schauen wir mal auf die Aussichtsplattform. Shiros Vater. Wir müssen durchhalten. Irgendwann wird der Landhai schon abziehen. Hast du Shu gesehen? Dein Enkel? Nein, habe ich nicht. Shiro ist auch weg. Was? Wir tragen das schon seit 10 Jahren. Hast du Shu gesehen?
Shu nicht seit er mit Jiro losgezogen ist. Was, Jiro und Shu sind beide los? Also Jiro ist auch einer, kann ich ja schon sagen, Jiro ist auch einer der Protagonisten. Guck mal, wer ist denn das? Was, wo? Hey, Fushira! Guck mal da! Ist das nicht dein Enkel? Was? Shu? Na dann, Attacke! Nee, vorher kann ich noch... Oh, Kontrollpunkt, cool. Vorher kann man noch sagen, vielleicht so ein Fact für euch. Und zwar ist das Design, also die Charaktere erinnern auch so ein bisschen irgendwie an die Dragon Quest Charaktere allgemein, finde ich. Aber irgendwie haben sich auch die von Dragon Ball Z hier mit eingeklinkt. Denn die Idee bei Shu ist praktisch, ja, was passiert eigentlich mit Son Gokus Frisur, wenn man da einen Zopf machen würde? Und Shu soll so ein bisschen... der Son Goku mit Zopf sein. Also von der Haare, von der Haarpracht zumindest. Ja, lass uns jetzt einfach diesen Landhai bekämpfen. Alles klar, Shu. Ich bin bereit. Alles nach Plan. Okay, jetzt geht's los. Jiro! Was hat er denn jetzt vor? Mutter, Vater, wir erwischen den Landhai. Ihr werdet sehen. Bist du noch mein Trost? Nicht! Komm zurück! Gegen dieses Monster kommst du nicht an! Shu. Wir müssen es auf jeden Fall probieren. Und der Kampf beginnt. Als ob so ein kleiner Junge voll so... Voll gegen so ein fieses Vieh irgendwie kämpfen kann. Ja, lass uns einfach angreifen. Attacke! Ich bin so ultra stark. Ein Schaden, Mann. Ey, merkt schon, die Synchro ist ein bisschen komisch, ne? Die Stimmen sind immer so, manchmal so ein bisschen merkwürdig und manchmal ist die Synchro auch so ein bisschen komisch. Aber irgendwie hat das auch so einen ganz eigenen Charme. Also irgendwie, das Spiel war damals total cool. Das war halt eins meiner ersten Xbox 360 Spiele. Das ist jetzt schon so viele Jahre her, aber das Spiel ist echt geil. Verdammt, das ist der Stein hart. Shu, da links ist eine Schwachstelle. Ziel darauf. Wie erkennt er bei so einem Steiner, bei so einer steinernen Rückenflosse eine Schwachstelle? Naja, Schwachpunkt angreifen. Boah, 12 statt 1 Schaden. Oh, Scheiße. Sitz nicht rum! Lauf! Das kleine Schwert kann dir nichts anhaben! Lauf, Shu! Lauf! Oh nein! Ich gebe nicht auf, bis ich das Vieh wenigstens verwundet habe! Ja, Freunde, das Mädchen heißt Klug. Mann, ey, was haben die sich dabei gehört? Also, Bruder, so, was, Klug, wieso? Naja, lass uns ja, was ist los, Klug? Los, komm rauf, Klug. Hör mal, ich hab dir gerade das Leben gerettet. Da unten ist es gefährlich. Ich will meine Eltern nicht. Schuh, wir müssen uns an den Plan halten. Geh nach vorne und lenk den Landhai ab. Es wird gefährlich sein, wenn er auf dich zukommt. Aber du wirst es schaffen. Okay, überlass das mir, Mann. Alles klar. Ja, wie wir gerade erfahren haben, Klugs Eltern wohnen wohl von dem Landhai vor 10 Jahren zerberstet. Naja, lasst uns den Landhai ablenken. Komm her, du Sau. Oh, der Motor, der läuft schon. Kommt. Alles klar. Ich bin bereit. Thank you.
Landhai. Jetzt machen wir Hackfleisch aus dir. Als ob die Kiddos so eine fette Falle gebaut haben. Oh, was liegt denn da? Ist da irgendwas? Oh, was ist denn das? Warte, Schuh, wo willst du hin? Sieh dir erst den Landherr an. Ja, wir sehen ihn doch. Na gut. Zu viel Action, Freunde? Der Landhai. Wo sind wir hier? Alte Ruinen, Höhlen. Da liegt Jiro. Oh, eine Schatzkiste. Gehen wir erstmal zur Schatzkiste. Yeah! Dafür ist jetzt keine Zeit, ich muss hier... Ja, danke. Ich wollte doch den Schatz haben. Was ist da hinten für eine komische... Wand? Eine farbige Mauer irgendwie? Da auch eine Kiste mit so einer Barriere? Hm? Naja, gehen wir erstmal zu Jiro. Ach, und Klug liegt daneben. Jiro? Klug? Jiro, bist du noch klug genug? Denke schon. Was ist mit dem Landhai? Keine Panik. Sieht aus, als wäre er kaputt. Schuh, sind das nicht... Mhm. Die alten Ruinen. Die alten Ruinen? Ja. Jiro und ich stöbern dort ständig rum. Das Metall für das Netz haben wir dort gefunden. Genau. Wie? Wir dürfen doch gar nicht in die alten Ruinen. Na eben! Jiro, mit Shu als Freund wirst du sicher nicht alt werden. Möglich. Aber wir wollten den Landhai vernichten. Für dich. Verstehst du? Hä? Ich meine, dir und den anderen Dorfbewohnern wurden vom Landhai eure Familien genommen. Und ich dachte, wir könnten nicht ewig weglaufen. Shu hat mich nicht angestiftet. Es war meine eigene Entscheidung. Tut mir leid, dass ich euch eben so angefahren habe. Aber wenn das so ist, hättet ihr mir ruhig schon früher was sagen können. Macht nichts! Wir drei haben den Landhai irgendwie gestoppt. Aber nicht für immer. Ich dachte, es würde klappen. Klug! Jetzt hör auf zu mosern. Ja, tut mir leid. Jiro, wir haben so viel in den Ruinen gestöbert, aber hier waren wir noch nie. Ja, aber ich bin nicht überrascht. Es gibt viele Orte, wo wir noch nicht waren. Das ist logisch. Mann, Jiro ist aber ganz schön klug. Boah! Alter, fette Siegesmucke. Jiro und Klug haben sich der Gruppe angeschlossen. Ja! Vereinen. I, was ist denn da? Und die Mucke hier? Erstmal alles untersuchen. Das ist so cool in dem Spiel. Man kann nicht alles untersuchen. Und selbst wenn man nichts findet, wird es einem später zurückgezahlt. Die Musik hier ist süß.
Passt also witzig für so eine Musik so. So, was ist mit dem Landhai hier? Okay, ich kann ihn nicht untersuchen. Oh, 10 Gold. Ja, diese Dinger, die wir hier sehen, dieser Kubus da. Das hier ist praktisch ein Speicherstein, aber mit X. Genau, mit X kann ich angreifen. Guckt euch das Vieh an, sieht aus wie ein Kackhaufen mit einer Schlange. So. Attacke! Ist so witzig jetzt, Freunde. Yeah, der Kampf beginnt und... Was bist du denn? Es heißt Kackschlange. Aber ernsthaft, er ist... Eine Kackschlange. Attacke! Stress! Und nochmal hier. Alter, die Kackschlange. Stoß mit voller Kraft. Oh nein! Los, klug! Stirb, du Kackschlange! Das Spiel ist da so toll. Was? Voll die Kackschlange gekillt, Alter. Die entlernt wohl auch beim Tod ihren Darm. Oh Mann, und es gibt noch viele mehr so absurde Feinde. Was war das? Ein Monster wie kein anderes. Wir sind hier ziemlich weit unten, was? Wir sollten einen Weg zurücksuchen. Ja, das sollten wir. Aber erstmal einen Schatz plündern. Medizin, geil. So, hier ist der Speicherkubus, aber bevor ich speichern möchte ich erstmal, ja, da geht's noch nicht lang. Ja, diese Barrieren kann man auch später, geht's hier dann lang? Sieht so aus. Diese Barrieren kann man später alle auflösen. Das kommt aber erst eine Weile später im Spiel. Man muss hier wirklich viel Backtracking machen, um 100% vom Spiel erreichen zu können. Was willst du denn, du olle Kackschlange? Ist jetzt mein Schatz. War ein Monster? Ja. Oh, Alter, der hat mich voll geschlagen. Die Kackschlange hat mich geschlagen. Verbündet dabei auch was? Nicht dein Ernst, Kumpel. Es ist kein anderer gekommen. Oh, ob der so wie traurig er war. Oh. Naja, lass uns einfach erstmal hier. Einfach die ganze Zeit nur A drücken. Ich, mehr kann ich im Moment eh nicht tun. Ich kann da, naja, verteidigen könnte ich aber. Nee. Und down! Ja, also am Anfang wird sich das noch so ein bisschen alles hinziehen hier mit dem Kämpfen und so weiter. Aber das Spiel, das wird noch so cool, Freunde. Also ich verbinde wirklich sehr viel tolle Erinnerungen mit dem Spiel. Vor allem, mit einem damaligen Kumpel habe ich das übelst gesuchtet, weil er hatte das auch. Und dann haben wir zeitgleich die ganze Zeit immer Blood Rain gezockt. Aber jetzt musste ich irgendwie husten. So, ich überlege gerade. Ich säubere erstmal den Bereich hier unten. Ich könnte auch zwischen diesem Part und dem nächsten Part einfach alle killen, alle restlichen Schlangen und die Kisten dann mit euch zusammen öffnen. Würde funktionieren, aber... Ach, ich denke mal, ihr mögt das, wenn ich hier kämpfe, oder? Ist doch schön. Schön Kackschlangen verkloppen. Oh Mann, Kackschlangen. Ach, Freunde. Und ja, also es gibt noch eine Menge anderer witziger Monster und absurder Monster und... Also es wird lustig. Und ich weiß noch nicht, ob ich... also 100% habe ich das Spiel noch nie durchgespielt. Aber zumindest alles... Ja, Geheimbosse und sowas habe ich schon mal gekillt. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier im Let's Play mache. Weil da auch sehr viel extra Training notwendig ist dann. Oh, jetzt habe ich ihn von hinten erwischt. Das ist sehr gut. Angriff hinten. Dann ist er nämlich erstmal Höhe. Jetzt greifen wir ihn an. Und... Was? Und dann... Oh, scheiße. Nee, also man hat irgendwie einen Vorteil. Wenn man von hinten angreift. Und es gibt sogar ein Achievement, wenn man 100 Mal von hinten angegriffen hat. Aber ist ja auch egal, denn... die Achievements besitze ich ja schon praktisch mit dem Account. Also, ne? Kann man nicht machen. Also, ich weiß noch nicht, ob ich hier irgendwie 100% machen werde oder annähernd 100%. Ich schaue einfach, was ich alles machen kann. Was ich versuche mein Bestes einfach. So, Lichtkristall. Hm? Oh! Einfach so ein Schatz erschienen? Warum das denn? Weiß zwar nicht warum, aber... Ja, damit. Kralle des Phönix, cool.
Was zur Hölle? Es ist definitiv ein Hai, aber voll so ein mechanischer Hai. Was zur Hölle? Oh, was ist das? Ach du lieber Gott. So viel zu alle Schätze sammeln. Oh Mann. Wo sind wir denn hier? Oh Mann, Freunde. Was ist hier? Ja, so viel dazu. Kann ich doch nicht alle Schatzkisten plündern. Wo sind wir jetzt? Was ist hier los? Und Watashiba und so, ne? Nee, Spaß. Sehe ich hier irgendwas? Nee, da ist ein Knopf. Da ist eine Küste. Oh, da muss ich hin. Aber so viel im nächsten Part, liebe Freunde. Das war jetzt erstmal die Pilotfolge von Blue Dragon. Ich hoffe, ich habe euch schon so ein bisschen gespannt auf das Spiel gemacht. Ich meine, ein Mädchen namens Klug, ein Monster namens Kackschlange. Das Spiel kann doch nur geil werden, oder? Ja, nee, ich freue mich auf die nächsten Parts. Und ich freue mich natürlich auch drauf, euch in den Parts zu sehen. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und tschüssi!